and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde lokale Spiele. Heute spielen wir Tabu. Das reimt sich auf Balu und Balu hat gute Laune. Genauso wie wir. Wir spielen heute in folgenden Teams. Oh, Heise. Schön, dass du auch am Tisch sitzt. Carnival Kreuz und Balu. Haben wir eigentlich schon mal gesagt, warum Sepp nicht dabei ist? Ja, nee. Wir hatten keinen Bock auf den. Na, nee, der ist meine PP. Okay. Sepp. Ich fühle mir gerade so auf. Christian ist mit mir im Team und Dennis ist mit Jonathan im Team. Wir spielen Tabu. Jeder dürfte Tabu kennen. Falls jemand Tabu nicht kennt, eine ganz kurze Zusammenfassung. Einer muss immer dem Teamkollegen erklären, was für einen Begriff er auf der Karte hat. Er darf dafür nicht den Begriff sagen und er darf auch außerdem 5 Begriffe nicht nennen, die da drunter sind und was mit dem Begriff zu tun haben. Und der andere muss halt raten, was er denn meint. Also beispielsweise steht da Link und dann sagt Jay Zelda und dann... Ist das okay? Ist das okay? Sagt Bram Link. Und dann sagt Jay, das ist richtig. Zack, ein nach vorne. Der zuerst hier ist, hat gewonnen. Kleinigkeiten klären wir während des Spiels. Wie lang ist denn das? 2 Minuten. Okay. So lange hat jeder Zeit zu erklären. Der jeweils andere, also wir sind ja in unterschiedlichen Teams und die sind in unterschiedlichen Teams, guckt quasi mit auf die Karte und guckt, ob irgendein falscher Begriff genannt wird oder irgendwas Böses und macht dann... Und dann muss die Karte weggetan werden und gibt einen Strafpunkt für das Gegnerteam. Okay, ready? Okay, aber genau, ihr braucht den Meister der Uhr. Du bist der Meister der Uhr. Hast du was Meister zu tun? Okay. 3, 2, 1, go. Mach weiter. Okay, der Bundespräsident ist vor kurzem gewählt worden. Horst Köhler. Von welcher? Bundestag, Bundesrat. Farbe? Roten, also rot. Genau. SPD. Und, ne, genau, SPD super. Und die hatten mal. Gysi, als Schröder. Gerhard Schröder mit der SPD. Kanzler, Bundeskanzler. Mit der SPD an der Macht war, hatten die ein. Rot-Grün? Ja. Koalition? Alter. Rot-Grün war richtig. Rot-Grün-Schwäche. Okay, wenn du 2 Fäden übereinander legst, ja? Kreuzstich. Nee, aber Kreuz ist ein geiles Wort. Pick, Kreuz. Wenn du das so viel übereinander legst, an dem Kreuz quasi. Wie nennt Kreuzung. Man das? Ja, danke. Vorbei. Was? Alter. Das waren 2 Minuten? Das war 2 Minuten. Das war zumindest ein Durchlauf. Das war ein Durchlauf, ja. Das ist sick. Dann hättest du jetzt cool gewesen. Oh, ja, okay, krass. Alles klar. Alter. Ja, lass liegen, machen wir nichts. Krass! Okay, das ging mega schnell. Das ging echt super schnell. Oder, Moment, jetzt bin ich dran, der Piepen da. Normalerweise würde ich jetzt erklären, glaube ich, ne? Du erklärst es. Wer von euch hätte denn die höhere Zahl? Ist, nee, Reihenfolge einfach. So, ganz einfach. Würde, glaube ich, mehr Sinn ergeben, ja. Starten wir aus. Ich bin Meister der Uhr. Warte mal, wo ist blau? Ist blau unter. Guck einfach jetzt unten drunter. Ja, die Karten liegen so. Oder so. Blau ist unter Grün. Ist falsch. Blau ist unter Grün. Wie gesagt, jeder möchte das. Genau, blau ist unter Grün. Ich drehe die halt gerne so über links. Aber die Zehntelsekunde wird es wahrscheinlich auch nichts bringen. Okay. Christian! Bram, du darfst ansagen, wann es losgeht. 3, 2, 1. Eichhörnchen. Go. Eichhörnchen. Richtig. Falsch. Eklig, so richtig. Widerlich. Weißt du, wenn die Haare so richtig. Der ist so richtig. Der Typ. Der ist so richtig. Schmalzig. Nee, anders. Schmierig. Ja, und dann machen Substantiv drauf, so Also Schmier. Schmierlappen? Nee. Ja, sowas in der Art. Schmiere? Nee, das ist wie so ein. Das kann ich jetzt schwierig erklären, aber. Schmirgel? Nee, Schmirgel. Ja, wenn so richtig jemand irgendwas wohin schmiert, dann ist das so richtig fieser. Was? Schmierer? Nee, Schmierfink. Ich leg's mal so. Oh Gott! Wenn ich. Snob. Einen Schaden habe mit meinem Gefährt, dann kommt die. Polizei. Schaden. Ach, Scheiße. Oh fuck. Pannenhilfe. Okay, ist kein Kaffee, sondern Tee. Richtig, und das kommt aus der Kanne. Teekanne. Richtig. Oh Gott. Bekomme ich ab, kann Stopp. Ich Krebs von bekommen? Okay. Hast du drauf geachtet? Dann war das schon länger abgelaufen. Ich war schon länger, okay. Bei dir war es so. Ihr habt einen nach vorne und einen zurück. Nee, wir haben einen nach vorne. Ach, wir? Ja. Ich dachte. Schmierfink war schade.
Aber naja. Schmierfing ist halt so voll dieses altmodische Wort. Ja, das stimmt wirklich. Also meine Oma würde sagen, boah, das war ein Schmierfing. Ja, richtig. Der Name Blau, ne? Mach ja, Blau. Alles klar. Ja, dann wäre ich schon bereit. So. Eichhörnchen wäre jetzt mega gut gewesen. Warte, ich mach das so. Ja, das stimmt, dann wäre richtig geil gewesen. Wenn jetzt Eichhörnchen kommt, hau ich dir ein. Eichhörnchen. So, bist du bereit? Ja, ich weiß. Alles klar. Okay, Radikal ist... Ein Pokémon, eine Maus. Kannst nicht Radikal sagen, okay. Wenn der Ratte ist. Ja, ist okay. Hitler... War ein Politiker, Nazi. Nein, das ist etwas, was alt ist. Antik. Das gibt's halt auch da, wo ich mein Abi gemacht habe. Das war in... Gymnasium, Kardinal von Galen Gymnasium. Das Oberbegriff für Gymnasium, Schule. Ja, so. Schulform. Schule. Das ist dann ein Fach. Politikwissenschaft. Nein, Hitler, nein, was anderes. Rom. Was? Rom. Religion, nein, Theologie. Kardinal. Das ist ein. Halt die Karte mal. Ja. Ohne Witz, halt die mal bitte. Was? Höher. So, Entschuldigung. Ein Kardinal? Also, geht's um Schule? Oder ja, nein, das ist ein Fach! Religion. Deutsch, Mathe, Englisch, Religion, weiter, Religion, Hitler. Politikwissenschaften, Hitler. Ja, aus Geschichte. Hitler. Ein Fach. Ja, mit Hitler, Rom, irgendwas halt, altes. Ja, das war wohl dann ein Punkt. Also, Hitler und Religion ist geil. Ja, weil er halt Rom meinte und bei Kardinal so mega abgegangen ist vom Kardinal-Gymnasium. Nein, ich hab gesagt, ich wollte nur Schule durfte ich halt sagen. Ja, ist so cool. Also, ja. Was heißt Rom? Ich bin. Wissen wir nicht. Das war auch nicht. Okay. Vielleicht müssen wir rote Frage nehmen? Nein. Boah, gerade 3, 2, 1, jetzt. Morgen schenkt. Valentinstag, Liege. Er hat nicht aufgepasst. F1. Auto, Rennspiel. Nee. Ja, komm, ey! Ein. Was? Christian. Nicht Schnee. Sondern Eis. Ja. Eis ist schon mal das erste Wort. Und die Alpen sind. Berge, Eisberge. Yes. Das ist. Ach du Scheiße. Englisches Wort. England. Echt jetzt? Du hast Englisch gesagt. Oh Gott. Berge. Gebirge. Boah, leck mich doch! Das sind schon 3 Punkte für die Gegner. Keine Probleme. Nur Eis. Stopp! Nein! Keine. Also stopp! Okay, ja. Fuck. Keine Hose, keine Probleme. Ja. Ey, Schokolade, ich was steht aber als Raum? Ja, das ist halt schon richtig. Ja, das ist schon richtig. Man kann ja, auch diskutieren. Ja, ich selber also drei Stück. Da war geschenkt. Drei Stück waren. Und eine habt ihr. Was hab ich denn bei Ebene gesagt? Gebirge. Du hast Berge gesagt. Drei. Stonehenge. Guck, wir kriegen durch euch als wir schauen. Gerade aber Stonehenge. Also ich hatte Stonehenge, Frenzen. Da habe ich ist aber auch gesagt. Echt schwer. Ebene, ich aber F1 durftest du sagen, du hast Auto F1 gesagt. Du hast Auto, glaube ich, gesagt. Nee, ich habe F1 gesagt. Aber wo darfst du denn F1 nicht sagen? Motorsport und Grand Prix. Dann darfst du doch F1 sagen. Das verstehe ich jetzt auch nicht, wieso da F1 nicht gesagt werden dürfte. Ich meine, er hätte Auto gesagt. Darf man da sagen? Nee, nee, der hat nur F1 gesagt. Wirklich nur F1. Natürlich darfst du F1 sagen. Darfst du darf auch zu Berg, ja, darf ich ja auch, keine Ahnung, Tor sagen. Und dann zählen wir den halt. Tor Björksson. Dann habe ich damit kein Problem mehr. Ich hätte jetzt. Das hätte denn diskutiert werden müssen, theoretisch. Während der Zeit? Ja, ist halt die Regel und. Das stimmt eigentlich, also, dass du mir dann erklären musst. Mein, da es falsch gemacht ist, also würde ich sagen, da es ja, falsch komm, gemacht ist, kriegt ihr einen Punkt. Ja, ja, ist okay. Achso. Aber ihr kriegt den Punkt trotzdem? Nein. Logischerweise nicht. Okay, ich wollte gerade sagen. Stimmt, das ist korrekt. Wenn wir halt falsch gemirbt haben, dann sind wir auch selber schuld. Okay. Okay, gut, dass du aufgepasst hast. Dankeschön. Dankeschön. Ja, echt fair. Ja, fair gewinnen. Nee, nee. Warte mal, du bist ja jetzt mit dem Erklären. Das Karma, wird schon, Karma wird schon dafür sorgen. Ja. Wir verlieren? Heißt das, nee. Wir haben, du hast jetzt gleich doppelte Zeit? So verstehe ich es, ja. Schaffen wir 4. Oder wir 5. Ja, genau. Der Gegner kriegt dann mehr, weil ich so häufig falsch bin. Komm rein, 3, 2, 1, go! Okay, ein Modern Talking zum Beispiel, die waren ganz lange. Dieter Bowling, Chart ganz, 1. Ja, Part 1, genau, Chartstürmer. Davon wird ein anderes Gold. Nee, noch ein anderes Fisch, Gold. Chart. Wenn das wirklich.
Topstar. Nee, auch nicht top. Chartsänger, Chartplatzierung. Ja, nee, ganz ist. Ist schon Chart. Top Charts. Nummer 1. Bestseller, Best. Nummer 1. Best wie Nummer 1. Nummer 1, Nummer 1. Ja, das war ein Nummer 1. Nummer 1 Hit. Ja, danke. Chart Hit. Ach, Hit. Okay. Nee, das weiß ich nicht. Das wird zu dumm. Okay, pass auf. Es gibt Biologie, Physik und noch eine dritte. Chemie. Genau, wir sind jetzt in der Chemie, ja. Und da gibt es ja dann. So, nee, pass auf, da gibt es so einen Ort. Chemiepark. Da gibt es so, so einen Ort, wo ganz viele. Wo so gearbeitet wird. Ja? Chemielabor. Ja, genau, Chemie im Labor, Chemie. Genau. Und da benutzen die halt Behälter. Ja? Chemiekolben. Stopp! Lang und dünn. Schade. Chemie-Reagenzglas. Okay, immerhin einen Punkt für euch, ne? Ja. Und war der jetzt weggeschmissen? Achso, ja, das habe ich jetzt dahin gemacht. Das ist halt der Weitermann. Das selber ist weitergemacht. Kleingärtner haben wir selber weggeschmissen. Achso, das ist cool dann. Ja, ja, das Weitermann darfst du einfach. Aber Kleingärtner haben wir, da war klein, groß und alles drum. Ich finde die Würfel teilweise echt. Boah, Alter, ey. Also, okay, ich habe jetzt doppelte Zeit, ne? Also einmal umdrehen, bevor du stoppst. Ja. Okay. Ist okay. Mist, du hast mir was auf der Zeit bedeutet. Ich muss noch einmal kurz so gucken, ob ich das richtig. Nee, hab ich natürlich nicht richtig. Grün ist blau. Ah, grün ist blau. Bist du ready? Ja. Ja, ich bin ready. Sagst du an? Ich habe ein Genest. 3, 2, 1, go. Nee, darf ich nicht. Darf ich nicht. Ich darf es selber wegtun. Das ist ja für Scheiß. Da macht man rein. Klo, Toilette. Ein ganz kleines. Töpfchen. Hat man ein. Windel! Ja. Wir bleiben bei klein. Ja, Baby. Man schläft. Okay. Dürfte nicht sein. Also, Baby dürfte sein, ja. Ja, schlafen wahrscheinlich nicht. Nimmt man, man denkt. Pille. Es klappt. Obwohl es eigentlich gar Placebo. Nicht. Placebo. Korrekt. Boah, das war gut. Mit einem Vampir. Interview. Scheiße, dann dachte ich was anderes. Was man macht, wenn man sich trifft. Altes Rendezvous. Wort. Ja, perfekt. Geil, Digga. Ich nehme diesen Preis nicht an. Oh nein! Der hat so einen Doppel. Ja! Der heißt mit Vornamen, darf ich nicht sagen, leider. Ja, ich weiß, darfst du nicht. Du kommst nicht. Ich komm nicht drauf. Okay, alles klar. Reichanitzki. Ja, Reichanitzki, scheiße. Du musst mir aufpassen. Was? Der hat doch ganz viele schon weggelesen mit Schlafen und so. Nee, das hat er ja extra. Also, ich weiß, damit er nicht. 10, 9, Countdown. It's a final countdown. Hat die Beine übereinander gelegt und Frau. Jeder hat die Vagina Sharon gesehen. Stone. Und bleib. Also ich finde, darfst du nicht machen. Das ist wie singen. Moment, sing meiner Meinung nach. Ich habe nur bleib. Moment. Ach so, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt. Ganz ehrlich, ich habe nur gesagt bleib und bleib. Das hast du doch gesagt, wie einen Satz formulieren. Ja, aber das ist ja schon. Das ist doch genauso wie. It's the final. Zum Beispiel. Du hast vorhin noch selber gesagt, dass man Sätze formulieren darf, indem man einfach macht. Und jetzt sagst du auf einmal, das ist falsch? Okay. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich verstehe jetzt gerade den Unterschied nicht zwischen. Bleibt. Dann habe ich das so falsch dann in dem Dings interpretiert. Also dann ist okay. Sollen wir einfach dann die nächste nehmen? Nee, dann mach das als Punkt für euch. Ist okay. Okay. Das ist mein Fehler, weil ich halt falsch gepupt habe. Achso, okay. Was war's denn? Blaukraut, Brautkleid? Blaukraut. Okay. Weiter geht's. Waren wir vorhin schon im. Baby, Windel. Ja, noch kleiner. Kleinkind. Nee, Noch kleiner. Embryo. Ja, nee, dann wieder ein bisschen größer. Was? Ein anderes Wort dafür, wenn du Geburt, Neugeborenes. So richtig hart. Saugen. Säugling. Korrekt. Stopp. Okay, alles klar. Nippel tust du richtig hart. Saugen. Der Brust durfte er nicht nennen. Ja, genau. Das war ein bisschen. Okay, was hast du denn verstanden, als ich Blaukraut gemeint hatte? Ja, ich habe halt direkt gedacht so, ja, das darf man nicht machen. Das war halt gerade, deswegen habe ich direkt einfach aus der Reaktion, bevor du es weglegen kannst. Das ist, glaube ich, einen, den du nicht sagen durftest. Nee, achso. Du hast öfter Sachen angedeutet und den Cut dann weggelegt. Ja, aber so schnell konnte ich nicht reagieren. Das ist ja ein bisschen so, ne? Ja, das ist natürlich ganz schön tricky und nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße, hätten wir mal nur ein weniger. Oh, ey, zwei sind schon hart. Wir kriegen jetzt auch doppelte Zeit. Aber selbst für doppelte Zeit war nicht so schlecht. Also, Christian, sehr nice gehabt. Ja, du hast es auch gut erklärt. Also, Placebo war der Shit, ja. Ey, ich durfte nichts sagen, was ich sagen wollte. Der war voll geil. Der war voll geil, wie du einfach.
die Wörter ausgelassen haben. Und dann, ich dachte mir auch so, fuck, Alter, das platzieren wir, dann weiß das sogar ich. Ja. Da kennt man einfach so vor. Ja, ist schon gut.